Herzlich willkommen zum heutigen Lunch and Learn der digitalen Neuordnung. Wir sprechen heute über das Spotify-Modell und die Helix-Organisation. Ich starte mit einer Einleitung und einer Erklärung, was eigentlich genau das Spotify-Modell ist, was sich dahinter verbirgt. Das Gleiche dann für die Helix. Dann schauen wir mal auf ein paar Learnings, was du daraus vielleicht für deine Organisationsentwicklung mitnehmen kannst und was auch nicht, beziehungsweise wie du das Ganze angehen kannst. Zum Schluss dann gerne Fragen und Antworten. Das heißt, wenn du zwischendurch eine Frage hast, bitte ich dich, du hast ja unten mindestens eine Funktion, die der Q&A, ja, also vielleicht nicht den normalen Chat verwenden, sondern ich kann das nachher besser überblicken und mich besser orientieren, wenn du einfach in die Q&A-Funktion gehst, dort deine Frage hinterlässt und dann nehmen wir uns einfach zum Abschluss Zeit, auf die Fragen zu antworten. Manchmal finde ich eine gute Antwort, manchmal nicht. So, das Spotify-Modell. Der Name lässt es vielleicht vermuten. Benannt nach dem schwedischen Musikanbieter Spotify. Beschreibt eine idealtypische Struktur und Prinzipien der Spotify-Organisation ungefähr zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, ungefähr roundabout 2012. Also ist jetzt knapp 10 Jahre alt, hat ein bisschen Historie. Und wird leider, das merke ich sehr oft in meinen Beratungen, ja, oder dann auch vielleicht bei denen es gerade nicht zustande kommt, oft leider Gottes sehr unreflektiert, so ein bisschen als Blaupause, so mal nach Zahlen, für eine eigene Organisationsstruktur verwendet. Ich glaube, man kann viel aus dem Spotify-Modell mitnehmen, aber was man auf keinen Fall tun kann, und darüber sprechen wir heute natürlich auch, ist einfach so als Rahmen nehmen und sagen, klingt super, machen wir jetzt genauso. Bevor wir darauf eingehen, erstmal so grundlegend zum Aufbau. Das Bild kennt ihr vielleicht alle. Das ist ja gerade der Vorteil von dem Spotify-Modell. Relativ gut dokumentiert, auch gut gemacht mit Videos und die sind da sehr offen mit umgegangen. Ja, und sitzen heute vielleicht teilweise da und denken sich teilweise selber, oh Gott, hätten wir nur nicht, weil was das die Leute draus machen und das, was wir eigentlich damit beabsichtigt haben, vielleicht doch zwei unterschiedliche Dinge sind. So eine sehr bekannte Darstellung ist einfach die Aufbauorganisation der Spotify-Organisation. Ganz wichtig, dass wir meistens ein bisschen überlesen. Darüber steht ja eine einfache Gleichung. Ja, das heißt, Community und der Aufbau der Gleichen ist für uns immer wichtiger als eine Struktur. Wird nur leider dann oft möglicherweise ein bisschen überlesen oder man will nicht richtig verstehen, was Spotify damit eigentlich gemeint hat. Aber schauen wir mal in den Aufbau rein, damit auch diese Begrifflichkeiten klar sind. Ein Organisationsprinzip, Ordnungsmodell sind sogenannte Tribes. Also es sind Personen von bis zu 150 Leuten. Das ist ja auch 150, diese Zahl ist ja auch als Dunbar-Zahl bekannt. Da hat man kognitionspsychologisch, ich glaube, in den 90ern auch festgestellt. Also wir haben so eine natürliche Begrenzung von ungefähr 150 sozialen Kontakten, die wir irgendwie pflegen können. Heftig umstritten und diskutiert und, glaube ich, mittlerweile auch nachgewiesen, dass es gar nicht so ist. Aber das ist so ein bisschen diese 150 Leute, woher kommen die eigentlich als Dunbar-Zahl bekannt? Das ist wiederum eine Organisationseinheit, die wir möglicherweise in einer klassischen Organisationsstruktur, am besten vielleicht mit einem Bereich oder so ähnlich, noch vergleichen können. Dann gibt es innerhalb dieser Tribes sogenannte Squads. Das sind kleine wertschöpfende Einheiten, wie man sie vielleicht aus einem Scrum-Team kennt, 8 bis 10 Personen, die dann die wirkliche, echte Arbeit verrichten. Ja, also Spotify hat zu Anfang haben die tatsächlich auch nach Scrum gearbeitet, haben irgendwann festgestellt, nee, das passt an manchen Stellen einfach nicht von uns zu uns. Seitdem ist Scrum eine Wahl, aber keine verpflichtende Vorgabe. Das heißt, eine Squad, 8 bis 10 Personen, sind in der Wahl ihrer Methoden frei, haben dann aber eine klare End-to-End-Verantwortung, also eine wertschöpfende Value-Creation-Tätigkeit. Und was mit Sicherheit sehr interessant ist, ist eigentlich eine streng genommene zweite Führungslinie, sind Chapter, das sind so eher fachliche Zusammenschlüsse. Also wenn ich in allen Squads, und wir bleiben mal, Spotify ist eine Software-Plattform, in allen Squads Frontend-Entwickler habe, ja, dann verrichtet der seine wertschöpfende Tätigkeit innerhalb seiner Squad, hat aber gleichzeitig über das Chapter einen Zusammenschluss mit allen anderen Frontend-Entwicklern und da möglicherweise auch noch eine eigene Führungslinie, eine eigene Führungskraft. Das heißt, über diese Chapter
wird in meinem Verständnis so ein bisschen, haben wir eigentlich eine Strategie, wie wir mit Frontend-Entwicklung umgehen. Wie wollen wir die machen? Wie können wir die auch auf hohem fachlichen Niveau dauerhaft überhaupt leisten? Und ist in einer Klasse, mit einer Klassenaufbauorganisation vielleicht am besten gleichzusetzen mit einer disziplinarischen Führung. Das sehen wir nachher in der Helix-Organisation noch viel schöner, weil da wird nochmal deutlich klarer, wie du mit diesen beiden Führungslinien tatsächlich umgehen kannst. Und dann haben wir sogenannte Gilden. Guilds, das sind wirklich freiwillige Communities und Arbeitskreise. Die sind völliger Freestyle. Die können sich bilden, die können sich auflösen. Das kann einfach mal eine E-Mail-Liste sein. Das können echte Zusammenschlüsse sein. Die sind auch über Tribe-übergreifend. Das sind einfach Themen, die ein Spotify-Mitarbeiter in dem Fall bewegen. Sagt er einfach, wir gründen hier eine Gilde, einen Arbeitskreis. Und wenn kein Bedarf mehr ist, dieser Gilde irgendwie beizuwohnen, dann trete ich halt aus. Und oder wenn die Notwendigkeit gar nicht mehr da ist, so aufrechtzuerhalten, dann wird sie halt wieder eingestellt. Da gibt es aber keine formale Struktur oder kein Rahmenwerk, dem eine solche Gilde folgen muss. Ja, das ist jetzt erstmal so der organisatorische, eher der strukturelle Aufbau. Ich sehe schon, hier kommen einige Chat-Nachrichten. Genau, Claudia, die präse ich gerne im Nachgang, die findest du dann auf der Webseite. Und jetzt schauen wir mal rüber, weg von dem strukturellen Aufbau, eher auf ein paar tragende Prinzipien. Ja, also Prinzipien, die diese Organisation in der Form vielleicht überhaupt erst ermöglicht haben. Eins davon, das schreibt Spotify sehr groß. Davon sehe ich dann leider meistens relativ wenig bei den Kunden, die sagen, wir machen jetzt das Spotify-Modell. Die konzentrieren sich eher bisher auf den bisher gezeigten Teil und glauben, sie machen das Spotify-Modell, weil sie jetzt ihre Bereiche Tribes nennen, ihre klassische Führungslinie Chapter und so weiter und so fort. Verstehen aber gar nicht so richtig in meinem Verständnis, was steckt denn eigentlich dahinter oder welche grundlegenden, fundamentalen Voraussetzungen darf ich denn überhaupt schaffen, damit ein Arbeiten in einer solchen Struktur überhaupt funktioniert. Eins davon ist, das schreibt Spotify relativ groß, dass ein gewisser, ja, was ist eigentlich die Aufgabe in diesem Konstrukt von Leadern? Ja, die reden viel über die Mission, die Idee von Spotify, wohin wir wollen. Ja, und überhaupt erst dieser Purpose, nennen wir es mal, dieses gemeinsame Anliegen, dem die gesamte Organisation folgt und dient, den immer wieder in den Raum zu stellen, ja, gibt da so einen schönen Spruch, Repetition doesn't spoil the prayer, also eine ständige Wiederholung macht dein Gebet einfach nicht kaputt, immer wieder darüber zu reden, wo will Spotify eigentlich hin? Weil erst durch die Gewährung oder die gemeinsame Ausrichtung, die ständige Wiederholung, wohin wollen wir eigentlich, warum ist das wichtig, was ist eigentlich unser gemeinsames Anliegen, kann ich mir es überhaupt erst erlauben, diesen hohen Freiheitsgrad, den der einzelne Squad vielleicht hat, überhaupt erst zu gewähren. Das gilt nicht nur für Spotify, ja, das gilt, glaube ich, generell für jede agile Organisation. Wenn ich einen hohen Grad von Selbstverantwortung, Selbstbestimmung reingeben will in meine Struktur, in mein System, dann brauche ich es ja trotzdem, damit das nicht in Chaos ausartet, irgendwie eine gemeinsame Idee, könnte auch sagen, ein Alignment, wohin wollen wir eigentlich? Spotify ist eine Software Company, ja, und die haben damit als Software Company ganz andere Möglichkeiten, ihre Arbeit zu organisieren. Und ein tragendes Prinzip im Spotify-Modell ist, dass sie einem Internal Open Source Model folgen. Das heißt, es gibt da keine Vorgärten, keine Fürstentümer und den Code habe ich geschrieben, da darf kein anderer dran. Das passiert ja schon mal in der einen oder anderen Arbeitsumgebung, sondern stattdessen, wenn ich Code geschrieben habe, dem Open Source Gedanken folgend, jedes andere Team darf diesen Code weiterentwickeln, verwenden, verändern, wie auch immer. Ja. Und das ist so wichtig, da schauen wir nachher auch noch drauf, weil was tue ich denn damit? Ich reduziere, jetzt mal auf einer allgemeinen Ebene, ich reduziere Abhängigkeiten. Weil was ich ja nicht will, was vielen Organisationen ja einfach Schwierigkeiten macht, ist es, dass Wartezeiten dadurch entstehen, dass ich in meiner Wertschöpfung Abhängigkeiten habe. Und das ist einfach hier an der Stelle ein sehr intelligenter Move, der aber nur geht, weil es eine Software-Company ist, um überhaupt Abhängigkeiten per Design weitgehend zu reduzieren. Es wird mir nie gelingen, alle Abhängigkeiten aus dem System zu nehmen, weil dann habe ich einen Verbund von eigentlich unabhängigen Unternehmen. Dann brauche ich ja wiederum, also dann kann ich ganz anders über meine Organisation nachdenken. Ein weiteres schönes Prinzip, an das sich wahrscheinlich viele sehr selten oder wenige halten wollen,
ist die auch grundlegende Aussage, avoid big projects. Warum? Große Projekte, viele Abhängigkeiten und sorgt wiederum dafür, dass wir zu lange möglicherweise aufeinander warten müssen. Wenn ein großes Projekt doch mal notwendig ist, dann sorgt bitte dafür, dass die ständig, und wir schauen uns nachher auch nochmal das Flight-Level-Modell an, weil ich glaube, den einen oder anderen Gedanken kann man daran nochmal besser nachvollziehen, dass ihr in einer permanenten Synchronisation seid durch gemeinsame Events. Cross-Pollination bedeutet, dass ich gar nicht glaube zu wissen, welcher Prozess, welche Methode, welches Vorgehensmodell tatsächlich das jeweils passende für die Teams ist. Ich habe ja eben schon gesagt, die haben ohnehin eine Wahl, wie sie ihre eigene Zusammenarbeit in den Squads gestalten. Und Cross-Pollination ist einfach, man könnte fast schon sagen, eine Kultur, in der ich darauf vertraue, dass, wenn irgendwas gut funktioniert, sei es eine Methode, irgendein Tool, dass sich das dann automatisch fortpflanzt. Ich setze also nicht darauf und sage, ich habe jetzt den Weisheit letzter Schluss gefunden und das müssen jetzt alle so machen, sondern die Teams dürfen selber entscheiden, was sie einsetzen. Und du vertraust aus der gesamten Organisationssicht einfach darauf, wenn irgendwo was Gutes entdeckt wird, dann setzt sich, dann pflanzt sich das automatisch fort. Das muss ich gar nicht in formalen Rahmen gießen. Weiteres Prinzip, du siehst, das ist alles schon jetzt eher so ein bisschen aus einer Engineering, ja, Softwareentwicklungsperspektive so ein bisschen beeinflusst, aber es liegt ja auch in der Natur der Sache, es ist halt eine Software-Company. Ob man darf an der einen oder anderen Stelle das mal für sich reflektieren, kann ich das vielleicht so weit abstrahieren, damit ich auch eine allgemeingültige Aussage dahinter für mich entdecke. Impact versus Velocity heißt, dass es nicht so entscheidend ist, in welcher Geschwindigkeit ich mache, sondern man misst ja oft dann in Scrum-Teams so diese aberwitzigen, ja, wir haben hier unsere Burndown-Charts und die Velocity und so weiter und so fort. Das ist im Spotify-Modell völlig, völlig sekundär, sondern es geht darum, was hat das, was wir getan haben, nachher für einen Impact beim Kunden? Das ist das einzige und das deutlich wichtigere Ergebnis, auf das Spotify schaut. Es gibt auch keine Release-Pläne bei Spotify, in diesem Spotify-Modell zumindest so. Nochmals, es ist 10 Jahre alt. In der damaligen Dokumentation, haben sie immer betont, Release-Pläne haben wir nicht. Es sei denn, es sind große Partnerintegrationen, wo wir auch nochmal externe Abhängigkeiten haben. Da wollen wir natürlich auch als ein verbindlicher Partner wahrgenommen werden. Da committen wir uns auch auf feste Release-Pläne. Ansonsten ist die Idee, ja, wir tun das, was notwendig ist, um nachher ein hohes Outcome beim Kunden zu erreichen oder für unsere Nutzer und für den Kunden zu erreichen. Und mal als Letztes, da gibt es noch eine längere Liste, ich habe die auch in meinem Blogbeitrag nochmal ein bisschen ausführlicher. Hack Weeks, also heißt einfach, ist auch nur ein Instrument, die grundlegende Aussage dahinter ist, dass Mitarbeiter einfach einen gewissen Toleranzspielraum haben für eigene Projekte. Und das ist wirklich so gemeint, wie es gesagt ist, eigene Projekte. Da ist keine Hidden Agenda dahinter von, ja, vielleicht macht er dies oder jenes. Es kann wirklich, das ist völliger Freestyle. Die Leute können daran arbeiten, worauf sie irgendwie Lust haben. Und natürlich ist es immer die Erwartung, ja, wenn die sich mit irgendwelchen neuen Technologien oder irgendwas auseinandersetzen, da ist möglicherweise mal was dabei, was wir dann auch wertschöpfend in unsere Plattform einfließen lassen können. Das ist aber keine Erwartung, sondern wirklich nutze deine Zeit, ja, kreativ und arbeite an Dingen, auf die du einfach Bock hast. Ich sehe jetzt schon einige Meldungen. Wie gesagt, gehe später drauf ein. Am besten bitte das Q&A-Fenster nutzen, damit ich die alle wirklich systematisch nacheinander beantworten kann. So, und jetzt kommt es dazu, ne, vor allem, ja, man meint ja immer an vielen Stellen, ja, Organisationsentwicklung, das ist so noch dieses alte Denken, sehr stark beeinflusst durch dieses, ich glaube, Kurt Lewin, der hat da mal ein Modell gemacht, also, ja, wir designen einmal was, also erst müssen wir es aufweichen, fest designen und dann wieder einfrieren, ja, und wir malen ein paar Charts und ein paar Kästchen und dann schreiben wir was drüber und dann ist irgendwie alles klar. Ich glaube, deswegen fühlen sich viele auch so angezogen, weil da werden halt einfach im Spotify-Modell auch ein paar Kästchen gemalt. Es ist aber dem einfach blindlings hinterher zu dapsen, halte ich nicht für besonders klug. Und ich habe mal ein schönes Zitat gelesen, Copy-Paste, das ist das Lieblingswerkzeug der Bürokraten und verlängert das jetzt immer, das ist meine dealsche Verlängerung,
und auch der Denkfaulen, weil es ist natürlich einfacher zu sagen, ja, wir haben hier was, das klingt doch super. Namen, okay, sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig, klingt eher so nach einem Videogame als eigentlich einer Organisationsstruktur. Aber hey, wenn Spotify das macht, die sind doch ziemlich erfolgreich. Ich glaube, damals auch schon 3000 Mitarbeiter, die sie mit dieser Art der Organisation unter einen Hut gekriegt haben. Da muss es doch was für uns sein. Ich würde sagen, nicht ganz. Also erstens ist das Spotify-Modell, ich finde per se, ich finde das super. Warum? Es ist eine extrem gut dokumentierte Fallstudie, würde ich sagen, die man sich durchaus auch unbedingt mal angucken sollte, um überhaupt mal zu lernen, zu verstehen, wie sind andere damit umgegangen. Ja, es gibt ja nicht so viele Organisationen, die das so toll mit Videos und hier noch einen Blogpost und da noch eine schöne Grafik, die das wirklich so gut dokumentiert haben. Aber eine Organisation ist ja immer auch nur eine Antwort auf die dann jeweils aktuellen Herausforderungen. Ja, und entsprechend das Spotify-Modell, so wie wir das heute überall finden in dieser Darstellung, ist, man kann sagen, 10 Jahre alt. Und eine Antwort auf die Herausforderungen, die Spotify zu seiner Zeit hatte, nämlich vor 10 Jahren. Die sind heute ganz anders. Und also ich weiß es nicht, könnte mal vermuten oder auch einfach mal in den Raum stellen, dass Spotify wahrscheinlich gar nie in dieser Organisation gearbeitet hat. Vielleicht doch, weiß ich nicht. Aber was sicher ist, dass die Organisation heute auch schon wieder ganz anders aussieht. Ja? Und ein solches Modell zu nutzen, um daraus deine eigene Organisation so nach Malen, nach Zahlen abzuleiten, das ist ungefähr so, als würdest du eine Seekarte aus dem 15. Jahrhundert nehmen und damit irgendwie deinen nächsten Wandertrip planen. Dass ich begreife das manchmal gar nicht, wie man so wirklich so denkfaul sein kann und so wenig reflektiert, statt mal zu sagen, lass uns gucken, dass wir mal mit Abstand, ein bisschen Abstand betrachten, weil es ist ja super interessant, wie die es gemacht haben, dann aber mal die richtigen Schlüsse für uns auch ableiten. Was damit oft auch untergeht, dass diese Prinzipien, über die wir jetzt ja eben auch nochmal angerissen haben, und auch dieser große Claim, ja, Community ist wichtiger als Structure. Also wie schaffen wir eine Kultur, in der ein Miteinander immer wichtiger ist als die Struktur, in der wir uns gerade bewegen? Auch das ist ja, könnte man sagen, ja, es ist ja, vielleicht ist es sogar so, dass man sagen kann, diese Struktur ist einfach nur die konsequente Fortführung einer ohnehin schon gelebten Kultur. Statt zu sagen, wir gründen jetzt eine neue Struktur und ja, um die Kultur kümmern wir uns gar nicht. Die wird schon irgendwie entstehen, wenn wir dann ne, erstmal eine neue Struktur geschaffen haben. Ich sage auch nicht, dass du erst an der Kultur arbeiten musst und dann deine Struktur verändern musst. Aber die Aussage ist, brauch immer irgendwie, ja, Kultur ist ja ohnehin schon ein schwammiger Begriff, könnte man jetzt sagen, ein bisschen schematischer definiert, vielleicht als die Summe aller Interaktionen, die in meinem Unternehmen einfach passieren. Und Struktur wäre irgendwie eine Idee, ja, man könnte eher sagen, so eine Aufbauorganisation. Und die zwei Dinge, ich glaube, da gibt es kein erst das, dann das. Aber man darf einfach anerkennen, dass beide immer in einer unmittelbaren Wechselwirkung stehen. Und man könnte sagen, beim Spotify-Modell ist eine solche Struktur war überhaupt erst möglich, weil ich schon eine sehr ausgeprägte Engineering und so eine ja, Lean-Startup-Kultur überhaupt hatte. Deswegen kann ich mir so eine Struktur überhaupt erst erlauben. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt, Spotify ist halt nun mal ein Softwareunternehmen. Ja, und die haben dadurch, wir haben das ja eben an dem Internal Open Source Model schon gesehen. Es geht aber auch noch weiter, dass ich durch das Design meiner Architektur, meiner Softwarearchitektur, in Verbindung zum Beispiel mit so einem Internal Open Source Ansatz, ich habe ganz andere Möglichkeiten, meine Arbeit zu organisieren. Warum? Weil ich per Design Abhängigkeiten aus einer Organisation rausnehme. Und was Organisation im Allgemeinen ja wehtut, was sich auch mit einem agilen Organisationsformat nicht ändern wird, dass ich Abhängigkeiten habe. Weil nochmal, wenn ich keine Abhängigkeiten hätte, könnte ich völlig unterschiedliche Entitäten, Companies gründen. Da müsste ich mich doch nicht mit so großen Organisationen auseinandersetzen. Es hat immer damit zu tun, dass ich Abhängigkeiten managen will. Ich glaube nur, dass traditionelle Organisationsmodelle darauf gar keine Antwort haben. Agile Organisationsmodelle haben darauf eine Antwort, wie ich gut mit diesen Abhängigkeiten umgehe und die ständig gut in Synchronisation kriege. Dann nochmal speziell als Softwareunternehmen kann ich über meine Architektur und gewisse, ja, auch ganz andere Möglichkeiten der Zusammenarbeit
Ja, auf einer Tool-Ebene kann ich da noch, glaube ich, per Design deutlich weitergehen, als ich das vielleicht in einem Dienstleistung oder in einem handelsorientierten Unternehmen tun kann oder in einem, das produziert. Und zuletzt, wir reden hier halt immer noch über Organisationsentwicklung. Ja, und das ist, glaube ich, per Definition immer ein komplexes Unterfangen und ein Stück weit, wo ich auch vielleicht immer drauf gucken sollte, ja, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert. Ja, Agilität, agil einführen und nicht einfach malen nach Zahlen. Also das Malen nach Zahlen, das hatten wir im letzten Jahrhundert, Organigramm, das funktioniert in manchen Kontexten extrem gut und ist auch per se nicht schlecht. Aber wenn ich doch will, wenn ich doch in die agile Welt gehen will, dann doch bitte die Anregung zu sagen, ja, dann lass uns wirklich auch Agilität mal ernst nehmen und verstehen, dass es immer auch ein empirischer, evolutionärer Prozess ist, der dann auch für die Organisationsentwicklung im Ganzen gilt. So, und jetzt kommen wir mal rüber zu Helix, weil ich glaube und ich finde, so ein Punkt, hatte ich ja eben schon gesagt, der am Spotify-Modell, finde ich, am wirklich bemerkenswertesten ist, diese Idee, wie gehe ich eigentlich mit Führung um? Also Squads, die eher so eine Value-Creation-Linie haben und Chapter, die vielleicht dann nochmal eine zweite Führungslinie sind, diesen Gedanken hat die Helix-Organisation deutlich konsequenter nochmal aufgegriffen. Helix, sehr griechisch, heißt nichts weiter als Bindung, ist so ein bisschen die, ne, unsere, ich glaube, unsere menschliche DNA, ich habe im Bio nicht, weiß ich nicht besonders Kelle, abgewählt irgendwann, aber ich glaube, die menschliche DNA ist ja auch so eine Doppelhelix, ja, heißt einfach so ineinander verwunden, so zwei Linien. Ist ein Modell von McKinsey 2019. Ich glaube, so wie ich es verstehe und auch lese, ein bisschen als eine Antwort auf Organisationen, die in ihrer Matrix-Organisation ein bisschen verloren gegangen sind. Ich glaube aber, man kann die Helix wohl gut an so ein Spotify-Modell, auch an Formate wie Scrum, kann man das extrem gut andocken. Es ist allerdings kein ausgereiftes Framework wie ein Less-Framework, ein Nexus, ein Scrum of Scrums oder was auch immer. Das ist das Spotify-Modell übrigens auch nicht, ja, muss man dazu sagen. Ich glaube, es ist einfach mehr ein Denk- und ein Modell, wie ich über Führung in meiner Organisation nachdenken kann. Und ich erwähne das deswegen so gerne im Zusammenhang mit der Spotify-Organisation, weil ich glaube, einer dieser wesentlichen Punkte in der Spotify-Organisation, nämlich zu sagen Squads und Chapter, ja, ist nämlich nicht einfach eine neue Matrix, sondern wenn ich da ein bisschen tiefer mitgehe und mal verstanden habe, was eine Helix zum Beispiel will oder zum Ausdruck bringt, werde ich daran hoffentlich erkennen, dass eine Organisation, die in der Helix funktioniert, und ich unterstelle, das ist ein ähnlicher Gedanke im Spotify-Modell, konsequent über zwei Führungslinien gemanagt wird. Und das nicht auf eine Art und Weise, ich weiß gar nicht, wem es jetzt irgendwie recht machen soll, der eine sagt rechts, der andere links, und jetzt bin ich selber irgendwie in dieser Matrix, sondern mit einer jeweils ganz klaren Führungsverantwortung. Die eine Linie, ich habe die immer als blau bei mir gekennzeichnet, ist eine Value Creation, man könnte auch sagen eine Delivery. Ja, ich finde das Wort Value Creation ein bisschen schwierig, weil das könnte man meinen, dass vielleicht andere Tätigkeiten, ist dann die Aussage, dass sie nicht wertschöpfend sind. Ja, aber lassen wir das jetzt mal stehen und sagen, also es gibt eine blaue Führungslinie, die heißt Value Creation und Delivery. Das wäre das, was im Spotify-Modell wirklich eine Squad ist. Da wird in der Helix, in dem Helix-Verständnis, da werden Budgets verwaltet. Da findet das operative Tagesgeschäft ab, strategische Projekte. Da wird entwickelt, also was auch immer, ja, du nachher an den Markt und an den Mann bringen willst, dieses Squad oder diese Value Creation Einheiten, Squads im Spotify-Modell, die schulden dann wirklich den Customer und den Business Value. Ja. Das heißt, wenn ich in einer solchen Organisation tätig bin, in der Spotify-Organisation, bin ich immer auch Teil einer Squad. Da wird festgelegt, was machen wir denn eigentlich? Und gleichzeitig habe ich noch eine zweite Führungslinie, in der es nur darum geht, die heißt in der Helix People and Capabilities, da geht es um meine persönliche Entwicklung. Also wie komme ich eigentlich voran hier? Erhalte ich eine Beförderung? Erhalte ich keine Beförderung? In Gehalt und Incentives, die ganzen Bonusverhandlungen, die liegen in dieser Linie. Da wird auch entschieden, und das ist für mich ein wesentlicher Punkt, da wird auch über eine Einstellung oder eine Entlassung entschieden. Das heißt, nur weil ich möglicherweise in einer auf der Value Creation Seite, in einer Squad, da nicht mehr tätig bin oder vielleicht mit dem,
mit den Leuten nicht klarkomme, ist damit nicht, das könnte ja in einem traditionellen Organisationsverständnis, könnte ich sagen, ja gut, ich wechsle irgendwo anders hin, könnte aber auch dann damit einhergehen, dass ich sage, gut, ich weiß gar nicht, wohin ich soll. Das ist völlig entkoppelt in der Helix. Ja. Trainings, Arbeitsmethoden hat ja auch unmittelbar mit damit zu tun, wie entwickle ich mich. Das ist in der auch auf der People- und Capability-Seite verantwortet. Und man könnte jetzt allgemeiner sagen, so alles, ja, diese ganze Talentpflege. Und diese zwei Führungslinien, ich glaube, die stehen, so erkläre ich mir das, in einer unmittelbaren Wechselwirkung. Wenn ich in einer Squad bin, und das ist ja auch ein, sag ich mal, eine Idee von Führung, die wirst du ja mit Sicherheit auch in deinem Arbeitsalltag kennen. Ja? Es gibt einfach Leute, die sind fachlich extrem stark. Die wissen, die können extrem gut priorisieren, strategisch, alles wunderbar. Die sind echte Experten. Die sind aber nicht so gut auf der People-Seite. Ja? Und andersrum gibt es Leute, die sind vielleicht extrem gut auf der People-Seite, haben wir ihre Schwächen vielleicht darum, wenn es geht, na, wohin wollen wir, was sind jetzt wirklich die wichtigen Dinge, sind vielleicht fachlich nicht so stark. Ich glaube, dass an der Stelle die Helix auch eine Riesenerleichterung ist oder du noch besser auf die jeweiligen Führungsqualitäten und Stärken einzelner Mitarbeiter eingehen kannst. Und wie, jetzt ist ja die Frage, ja, wie spielen die eigentlich zusammen? Ich sage, in einem gegenseitigen Schuldverhältnis, die People- und Capability-Linie und das ist ja nachher personifiziert im Sinne von, ich als Mitarbeiter habe sowohl einen Ansprechpartner, eine Führungslinie auf der Value Creation Seite. Ich habe eine zweite Führungslinie auf der People and Capability Seite. Und diese zwei Führungslinien oder dann auch jeweiligen Führungskräfte und Leitungskräfte, die stehen ja vielleicht auch nochmal in der Wechselwirkung. Und da schuldet der eine von der People and Capability Seite dem anderen, ich stelle dir überhaupt Talente und Kompetenzen zur Verfügung, damit du die Dinge, die du tun musst und willst, auf der Value Creation Seite auch wirklich überhaupt sinnvoll umsetzen kannst. Und andersrum sage ich genauso, von der Value Creation Seite gibt es auch, ja, also der muss natürlich Customer Business Value per se liefern. Dort wird wirklich die wertschöpfende Arbeit verrichtet. Und ich finde aber auch, der schuldet dann auch ein Stück weit jedem Talent, weil schlussendlich kannst du deine Organisation einfach als einen riesigen Marktplatz von Talenten betrachten, die ich einfach auf verschiedene jeweilige Value Creation Einheiten allokieren kann. Ich finde, als Value Creation Leader schulde ich dann den Leuten, dass sie wirklich werthaltige Arbeit verrichten und sinnvolle Dinge tun. Ja, und nicht irgendwas, was ich irgendwie toll und für richtig halte, was aber nachher diesem Anspruch, ich kreiere hier Business und Customer Value, überhaupt nicht gerecht wird. Vorteile in meinem Verständnis sind, du hast eine sehr klare Führungsverantwortung, ja, und kannst auch, und das ist jetzt nachher, soweit geht die Helix gar nicht, jetzt zu sagen, wie funktioniert es denn genau? Deswegen sage ich, das ist, glaube ich, eher eine Art, wie ich über Führung nachdenken kann, als dass es jetzt ein konkretes, exakt determiniertes Vorgehensmodell ist. Du könntest zum Beispiel sagen, People ist eine feste Führungslinie. Da ändert sich auch nichts dran, sei denn, jemand verlässt dann vielleicht doch mal das Unternehmen auf der People-Lead-Ebene. Das ist meine feste Führungslinie. Die zweite Führungsebene, das heißt, in welchen wertschöpfenden Einheiten ich tätig bin, das ist vielleicht deutlich instabiler. Vielleicht wechsle ich da häufiger. Ich glaube, es ermöglicht einer Organisation auch eine deutliche, flexiblere Ressourcenallokation. Nicht so sehr, ja, wenn ich mir heute dann viele Organisationen und Budgetverhandlungen und weiß ich nicht was angucke, habe ich immer, dann steht in meinem Kopf so ein Bild, ja, jeder versucht irgendwie viel nur auf sich und seine Kästchen zu parken, also sowohl Leute als auch Budgets, und das dann so meins, das kannst du, glaube ich, mit so einer Helix völlig, völlig anders denken, ja, weil du auch deutlich schneller mal vielleicht hingehst, könnte so weit gehen zu sagen, ja, wir sehen eigentlich unser viele wertschöpfende Tätigkeit fast eher so durch die Brille einer Projektorganisation. Und wenn ich sehe, irgendwas irgendwo bringt nichts mehr, dann nehme ich das raus und dann stelle ich es wieder ein. Ja, und dann sind sozusagen die Leute, die in dieser wertschöpfenden Einheit waren, vielleicht dann wieder in meinem allgemeinen Marktplatz der Talente. Ich unterstelle, es gibt vielleicht auch, ich hätte die Hoffnung zumindest, dass es so ein bisschen eine geringere Tendenz gibt, an nicht aussichtsreichen Vorhaben nicht mehr so lange festzuhalten, wenn ich meine gesamte Organisation in so einer Helix denke.
Und ich glaube, ich gebe den Leuten auch die Chance, dass sie deutlich besser und freier ihre Stärken und gewisse Interessen und Kompetenzen überhaupt auch einbringen können in unterschiedlichen Value Creation Teams, als wenn ich sie fest, dauerhaft irgendwie in die Einheit oder die Abteilung ABC parke. Und ich glaube, und besonders gerne mag ich diesen Gedanken, ich beschäftige mich ja viel, wie kriegt man eigentlich Digitalisierung, Digitalstrategie wirklich auf die Straße, wie kriegt man diese Kompetenz in der Organisation verankert. Da habe ich auch in meinem Blog verschiedenste Ideen, wie man eine Digital-Unit durch eine Helix gedacht eigentlich gut in der Organisation verankern kann und halt nicht eine neue Abteilung daraus macht. Die ist ja schon bei der Namensgebung sozusagen gestorben, wenn ich sage, will ein Phänomen, was viel mit Vernetzung zu tun hat, durch eine Abteilung irgendwie darüber Herr werden. Kleine Abschlussbetrachtung, und ich sagte ja, wir schauen noch mal auf das Flight-Level-Modell, weil ich glaube, auf Spotify oder Helix gibt es vielleicht so ein paar grundlegende Ideen oder ja, Ansätze, Inspirationen, die man vielleicht aus beiden Modellen mitnehmen kann, wie man generell über eine agile Organisation denkt. Bevor wir da reingehen, erkläre ich kurz das Flight-Level-Modell von Klaus Leopold. Gibt jetzt ja auch einen DNO-Podcast, falls du ihn noch nicht gehört hast. Mit Klaus habe ich jetzt die erste Folge gemacht. Die ist jetzt auch auf dem Podcast-Marktplatz deiner Wahl vorhanden, also ob Amazon, Spotify, was auch immer. Flight-Level-Modell ist auch ein eher generisches Denkmodell, also dass es jetzt ein konkretes Framework ist. Das heißt, man muss selber nachdenken. Ja? Es gibt dir nur einen gewissen Rahmen, wie ich überhaupt über einen organisatorischen Aufbau nachdenken kann. Flight Level 1 ist wirklich, da passiert die Arbeit. Also bezogen auf eine Helix, ein Spotify-Modell, wäre auf einem Flight Level 1 wäre wahrscheinlich eine Squad im Spotify-Modell und irgendeine Value Creation-Einheit in der Helix. Und dann habe ich, und ich sagte ja eben schon, eine traditionelle Organisation hat wenig Antworten darauf, wie eigentlich so ein Teams of Teams, also wie managen wir Abhängigkeiten? Ja, da werden dann entweder, finde ich ein bisschen absonderlich, werden dann teilweise irgendwelche koordinierenden Rollen geschaffen, die dann mehrere andere erwachsene Leute koordinieren sollen, wo eine agile Organisation eher dazu tendieren würde, zu sagen, Leute, stellen uns alle hier in einen Raum, an ein Board, wir kommen alle zusammen. Wir reden zusammen und finden zusammen heraus, wo haben wir denn Abhängigkeiten und wie können wir eigentlich am besten damit umgehen. Also man könnte sagen, ja, wenn du mit Scrum oder anderen Vorgehensmodellen vertraut bist, am Ende ist jeder Sprint in einem Scrum-Vorgehen ist durch ein Planning eingerahmt und am Ende eine Review bzw. Demo oder eine Retrospektive. Und wenn du in der skalierten Version arbeitest, gibt es diese Meetings ja jeweils auch mal noch mal in der skalierten Version. Und in der skalierten Version sind in meiner Welt nichts anderes als Meetings und Routinen und Praktiken, um eben Flight Level 2 gut zu managen. Und da, ich habe es ja eben schon gesagt, eine Organisation, es wird immer Widersprüche und Abhängigkeiten geben. Und deswegen, die machen auch agile Frameworks, ja, nivellieren die ja nicht weg. Versuchst grundlegend schon durch den Aufbau strukturell, also auf Flight Level 1, so ein bisschen dafür zu sorgen, wie schaffen wir es vielleicht durch cross-funktionalen Teamaufbau, die Abhängigkeiten rauszunehmen, ja, aus dem Gesamtsystem und schaffst aber gleichzeitig Flight Level 2, Routinen, Praktiken, damit Abhängigkeiten transparent werden und damit Leute überhaupt eine Chance haben, sie zu erkennen und gegenseitig auch zu managen. So, und Flight Level 3 ist eine strategische Ebene, man könnte auch sagen Portfolio, da werden Ziele definiert, da werden Priorisierungen rausgehauen, da wird gesagt, woran arbeiten wir vielleicht, also wenn das mal mit einer OKR-Methodik vielleicht machst, da wird dann gesagt, was sind denn vielleicht die Company-Ziele für das kommende Jahr, da wird eine klare Richtung vorgegeben, klar priorisiert. Witzigerweise versuchen viele Organisationen Agilität nur auf Flight Level 1 zu managen. Flight Level 2 ist, obwohl sie es dann machen, also du kannst so viel Spotify-Modell machen, wie du willst, das ist am Ende nur eine Art der Struktur, wie du auf Flight Level 1 arbeitest. Wenn du nicht gleichzeitig Routinen etablierst, also Flight Level 2, dann wird dir diese gesamte Struktur gar nichts nutzen, weil die größten Schwierigkeiten, die Organisationen haben, liegen entweder in der Unfähigkeit und da kannst du, weiß ich nicht, das ist zu 100%. Ja, ich kenne kein Unternehmen, habe in den letzten 10 Jahren kein Unternehmen kennengelernt, wo das nicht ist.
Der Tisch ist immer voller als die Anzahl Einglisse oder ich habe immer mehr zu tun, als ich eigentlich Kapazitäten in meiner Organisation habe. Das kriege ich ja nur gelöst über eine gute Priorisierung. Flight Level 2 ist für mich wirklich der Schlüssel, damit ich überhaupt Abhängigkeiten gut managen kann. Und wenn ich, wie gesagt, ja, einfach nur sage, ich stülpe hier einen Aufbau, sei es Spotify-Modell oder was anderes über meine Organisation und denke nicht dran, wie kriege ich dieses Flight Level 2 gut gemanagt durch gewisse Routinen und Praktiken, wird all das wahrscheinlich relativ wertlos sein. Das heißt, einfach ein paar Fragen, die ich mir stellen würde und von denen ich auch sage, stell du sie dir doch auch, wenn du sagst, wollen wir jetzt hier blind auf ein Spotify-Modell rennen oder ja, Punkt 1 würde ich mir immer fragen, welche Probleme willst du jetzt eigentlich genau damit lösen? Also welche Probleme soll Agilität für deine Organisation lösen? Die mal klar zu benennen und zu sagen, das ist the current reality, das sind die Probleme, mit denen wir uns rumschlagen, halte ich für einen extrem wichtigen ersten Schritt. Dann, auch angelehnt an das Spotify-Modell, Agilität heißt ja immer, dass ich ein hohes Maß an Selbstverantwortung, Selbstorganisation in mein System gebe. Das heißt, wenn ich nicht möchte, dass das in Chaos ausartet, dann brauche ich irgendwie, nenn es Nordstern, nenn es langfristige Strategie, nenn es Purpose, Mission, egal, da geistern so viele Artefakte rum. Aber es muss irgendwie klar sein, wofür steht dein Unternehmen und wo willst du hin, damit überhaupt diese Selbstorganisation sinnvoll funktionieren kann. Im dritten sehr sinnvollen Schritt finde ich immer die Übung zu sagen, mit welchen Produkten drehen wir denn überhaupt am Markt aus? Und wie ist der Weg der Arbeit oder auch die daraus resultierende Wertschöpfung? Ja, wie gesagt, wenn ich ein Softwareunternehmen bin und sage, ich habe hier Spotify, sagen wir die Spotify-Plattform als das Kernprodukt. Ja, ich weiß ganz viele verschiedene Features. Und dann gibt es die Künstlerseite und es gibt die Hörerseite, weiß ich nicht. Ja, es ist eine riesige Plattform. Aber dann kann ich erstmal sagen, ich habe hier ein Produkt vielleicht und reverse engineeren, was muss ich denn alles tun, damit ich überhaupt dieses Produkt an den Markt und an den Mann bringen kann oder die Frau. Wir wollen ja gendern. Und eine letzte entscheidende Frage, vielleicht auch mal noch einen Blick drauf zu werfen, das kann ja mit der ersten Frage einhergehen. Vielleicht hast du ja viele Probleme, die eigentlich daraus resultieren, dass du zu viele Abhängigkeiten in der Organisation hast, für die du aktuell gar keine gute Antwort hast. Ja, und vielleicht, keine Ahnung, kann man auch mal überlegen, ist da nicht direkt der große Umbau. Wir machen jetzt Spotify-Organisation. Ich weiß, das klingt immer alles fancy. Es klingt weniger attraktiv, wenn wir sagen, wir führen jetzt mal ein paar Routinen und Praktiken ein, damit wir Flight Level 2 überhaupt mal gut gemanagt kriegen. Und dann schauen wir mal, Agilität, agil einführen. Dann schauen wir, ob wir dadurch bereits eine Verbesserung erreichen. Wenn nicht, können wir immer noch weitergehen. Aber der erste extrem pragmatische Schritt, wie gesagt, der klingt nicht so toll, verkauft es vielleicht auch nicht so gut, wäre zu sagen, wir kriegen Flight Level 2 besser in den Griff. Wahrscheinlich, ja, kleiner Bonus, fünfte Frage, wenn du dir das Flight Level Modell mal anguckst und versuchst mal so eine Diagnose zu machen, wo hängt es denn gerade? Die Wahrscheinlichkeit, dass auf Flight Level 3 sehr viele Probleme liegen, das geht so ein bisschen in die Richtung der Fragen 1 und 2, ist, dass dein Unternehmen gar keine klare Priorisierung hat. Also sprich, es wird viel zu viel, wird auf die Organisation gekippt. Und das ist ja auch eine Verschwendung im Sinne der Lean-Philosophie. So, jetzt gerne Fragen. Und jetzt gehe ich, da waren jetzt im Chat welche, deswegen fange ich jetzt mal da an. Okay, ich lese es vor. Roman zu Cross-Pollination. Die Annahme der Vitalität, also dass sich gute Praktiken viral durchsetzen, widerspricht der empirisch beobachteten Resistenz gegen Veränderungen, gerade auf Teamebene. Ich beobachte permanent die Situation, in dem Teams sich aus oberflächlichen, irrationalen Gründen gegen New Practices widersetzen, sogar wenn sie offensichtlich ihre Situation verbessern würden. Ja, wenn du damit, wie geht man damit um, ist die Frage. Ich würde sagen, belass es dabei, tu Gutes und rede drüber, weil wer will denn, also in dem Moment, wo du sagst, es ist eine irrationale Tendenz und ich weiß, was für dieses Team besser ist, ich weiß es besser als sie selber, da würde ich immer hellhörig werden, weil dann gibt es möglicherweise Leute, die doch für andere wieder entscheiden wollen und es doch besser wissen. Ich würde da sehr, sehr konsequent auf meiner Position bleiben. Ich
Ich bleibe dabei und vertraue darauf, dass das Team für sich selber entscheiden kann, ob eine gewisse Praktik ihnen einen Vorteil bringt oder nicht. Ich weiß, das ist manchmal sehr schwer, weil das fällt einem manchmal, ne, je nachdem, mit welchem Blick man da drauf kommt. Aber ich glaube nicht, dass du das mit einem gewissen Druck von außen da irgendwas erreichen wirst. Ich würde im Gegenteil immer denen, von denen ich den Eindruck habe, die sind sehr progressiv, die probieren viel aus, die haben viel gelernt, denen würde ich immer nur eine möglichst große Bühne geben und immer sagen, super, dass ihr das ausprobiert habt, fantastisch, danke fürs Teilen, ja, und nicht so viel Druck und auch Aufmerksamkeit auf denen geben, die vielleicht einfach, in meinen Worten würde ich mal sagen, ein bisschen länger brauchen, weil sie vielleicht doch an alten, liebgewonnenen Tätigkeiten und Praktiken vielleicht noch ein bisschen länger festhalten. Ich weiß, dass es schwer ist. Fällt mir auch verdammt schwer. Aber ich versuche da immer sehr, sehr klar in dieser Haltung zu bleiben. Dass ich, weil wenn ich die verlasse, diesen Punkt, dann, ja, dann ist der Weg relativ schnell, okay, und ich weiß doch wieder, es gibt doch wieder irgendjemand, der am besten weiß, was für die Leute gut ist. Ja, ich finde das immer so aberwitzig, dass die Leute, also man trifft teilweise für Leute Entscheidungen, wo ich sage, die kaufen Häuser, die machen Urlaub, die kriegen ihr ganzes Leben gemanagt, kommen auf die Arbeit, um dort jemanden zu haben, der den ganzen Tag für sie weiß, was am besten ist. Das finde ich irgendwie schwierig. Deswegen bin ich immer sehr krass auf der Seite, okay, ich bleibe dabei und vertraue darauf, dass die Leute für sich eine gute Entscheidung treffen. Milene fragt, sind Hack Weeks und 10% Funtime Approaches nicht unterschiedliche Dinge? Ja, Sinn, also die grundlegende Aussage ist, 10% deiner Zeit darfst du für freie Zeit machen und Hack Weeks sind dann nochmal ritualisierte Formen, um das in einer strukturierteren Form auszuleben. Aber streng genommen, ja, streng genommen sind es zwei unterschiedliche Dinge. Was ich nur sagen wollte, die Leute haben einfach Zeit und ich fand diesen Begriff der Hack Weeks ja so schön. Es ist aber nur am Ende nur nochmal ein formalisierter Rahmen, um Menschen einfach Freiraum zu geben, arbeite auch mal an einfach vielleicht was komplett anderem. Jetzt gehe ich mal an die Q&A. Sigrid. War ein Versprecher? Nein, das war ein Burn-Down-Chart. Und wenn ich Burn-Out-Chart gesagt habe, dann war das tatsächlich ein Versprecher. Ja, gemeint war ein Burn-Down-Chart, ja, wo du dann anhand von Story-Points irgendwie bemisst, was ist denn eigentlich die Velocity in der gegebenen Zeit von einem Scrum-Team bei der Umsetzung von ihrer Produkt oder von ihrer Entwicklung. Kiran fragt, weißt du, wer die eigentlichen Erfinder des Modells waren? Also waren das, Spotify hat sich, glaube ich, von der Beratungsagentur, die CRISP heißen. Und in vielen dieser Zeichnungen ist auch der, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Henrik Knieberg, immer so als, also er war aber nur Autor. Ich glaube, ganz am Anfang haben die sich auch von einem der Scrum-Väter wirklich beraten und Jeff Sutherland, glaube ich, begleiten lassen. Und ich In meinem Verständnis ist das Spotify-Modell das Ergebnis eines sehr evolutionären Ansatzes. Und dann hat sich einer, wie gesagt, Henrik Knieberg, das findest du in vielen Zeichnungen, dann einer der tragenden Coaches bei Spotify, einfach die Mühe gemacht, das alles schön aufzuzeichnen und schön zu malen. Also ich glaube nicht, dass es da den einen Erfinder gibt. Kiran fragt, ob ich etwas zur Entscheidung der ING-Bank sagen kann, das Spotify bzw. Elemente davon zu nutzen. Wie würde ich das beurteilen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich hatte mal das Glück, jemanden von der ING auch kennengelernt zu haben und wollte das direkt zum Anlass nehmen und zu sagen, hey, können wir da mal nicht drüber sprechen? Ja, die Frage hat nicht sehr weit geführt. Also er wollte, aber dann gab es irgendwie dann doch. Und dann dachte ich, okay, krass. Wie weit seid ihr in diesem Denken wirklich? Weil dann kamen irgendwelche, ja, wir müssen die Fragen vorher 37 Mal prüfen und das ist dann im Sande verlaufen. Entsprechend kann ich da auch gar nichts zu sagen. Ich würde aber selber gerne mal Mäuschen spielen.
Ja, also wenn hier jemand von der ING ist, ist herzlich in den DNO-Podcast eingeladen, dass wir mal darüber sprechen können. Aber wie gesagt, ich würde das nicht überbeurteilen, nur weil irgendeine Organisation statt Kästchen von oben nach unten in der Pyramide angeordnet jetzt andere bunte Sachen nimmt und die, was weiß ich, Tribes, Squads, was auch immer nimmt. Man muss ja ehrlich sagen, diese Namensgebung, die trifft teilweise schon echt den Nerv, weil sagen Leute, wie kann man seine Organisation so irre nennen? Das klingt doch eher so nach so einem Videospiel als irgendwie eine Organisation. Ich finde das aber ganz cool, gerade auch mal von diesem, wir reden immer nur über Abteilungen und Bereiche, davon mal komplett wegzugehen und was anderes zu nutzen. Aber was die ING da wirklich treibt, das kann ich dir nicht sagen. Und ich würde auch nicht, wie gesagt, es gibt, nee, in meiner Welt, wir machen jetzt das Spotify-Modell, das kann es gar nicht geben. Also diese Aussage macht in meiner Welt schon gar keinen Sinn. Weil man dann, glaube ich, nicht verstanden hat, was das Spotify-Modell ist. Das ist eine Fallstudie aus 2012. Wenn du meinst, ja, wir gehen jetzt wandern und dann nimmst du irgendwie eine Seekarte aus dem Museum 14. Jahrhundert und die als Navigationsinstrument zu nutzen, ja, kann man machen. Weiß ich nicht, ob die einen ans Ziel bringt. Marc, Helix, was ist deine Erfahrung zum Machtverhältnis bei den Führungspersonen von Delivery versus People? Was hat sich da bewährt, was nicht? Ja, ich würde sagen, wenn die Frage schon überhaupt eine Rolle spielt, dann habe ich es vielleicht auch dann eine schlechte Wahl getroffen für die Leute, die in dieser Führungsverantwortung sind. Weil es gibt eben dort kein Oben und kein Unten. Ja, und ich weiß, dass unsere Vorstellung von Organisationen immer davon geprägt ist, es gibt immer Oben und Unten. Ja, statt zu sagen, nee, gut, mein, am Ende hat jede Firma, zumindest hier im deutschsprachigen Raum, gibt es, und bei jedem wirtschaftsorientierten Unternehmen gibt es am Ende immer eine Organschaft, die in irgendeiner Form dann ja, eine finale Entscheidungsbefugnis vielleicht auch hat. Aber was du in meiner Welt darauf vertraust, dass ein People Lead und der Value Creation Lead jeweils gegenseitig anerkennen, wir brauchen uns beide, wir stehen in einem gegenseitigen Schuldverhältnis. Es gibt nicht der eine oben und der andere unten. Wenn der Value Creation Lead, der hat, glaube ich, berechtigte Ansprüche dahingehend, dass er sagt, ich sage es jetzt mal ein bisschen flach, liefere mir bitte keine Flachpfeifen. Also ich brauche wirklich Leute, die was von den Dingen, die ich hier tun will, verstehen. Das heißt, da schuldet der People Lead dem Value Creation Lead was. Aber andersrum, da wir als People Lead vielleicht auch sagen, hör mal, den Schwachsinn, den du da veranstaltest, da tun wir, ja, also das ist keine wertschöpfende Tätigkeit. Das ist ja auch in meiner Welt, ja, wenn ich sage, ich bin in einem Scrum-Setup und ich bin Product Owner, es ist meine Verantwortung, dass die Leute nicht an zu großem Schwachsinn arbeiten. Also wenn wir irgendwo wirklich mal in so einer Discovery-Phase sind, ist es meine Verantwortung, mit dafür zu sorgen, gemeinsam mit Entwicklern, Designern herauszufinden, wie können wir unseren Zeit- und Ressourceneinsatz minimieren, um zu lernen, was wir hier lernen wollen. Ja, warum? Weil ich schulde, das ist zumindest eine Verpflichtung, ein Schuh, den ich mir anziehe, weil ich hasse es, ja, irgendwie irgendwas zu machen und meine Zeit zu verplempern. Und ich glaube, alle, die so ein bisschen mit Ambition und Leidenschaft zur Arbeit gehen, denen geht das ähnlich. Deswegen, ja, lass uns herausfinden, wie können wir denn wirklich die Zeit, die wir brauchen, um gewisse Dinge zu lernen, auch zu minimieren. Und so sehe ich halt, ja, ein Product Owner ist ja nichts weiter als eine Auslegung einer Rolle auf der Value Creation Seite. Ein People Lead, ja, nichts weiter als jemand, der sagt, ich stelle dir überhaupt die Leute zur Verfügung, damit du hier dein Scrum Team, dein Squad, wie auch immer du deine Value Creation Team, dein Value Creation Team dann framest und benennst und an welchem Vorgehen du arbeitest. Ich stelle dir die Leute zur Verfügung, dass du überhaupt eine schlagkräftige Gruppe hast. Ilona, liegt es dann in der Verantwortung des Mitarbeiters, ein Projekt für sich zu finden, sich quasi zu bewerben? Gute Frage, würde ich sagen, da gibt dir Helix dir gar keine Antwort drauf. Aber das ist eine gute weiterführende Frage. Ich mag da ja sehr gerne The Handbook for New Employees der Softwarefirma Valve. Findest du auch in meinem Blog. Die haben auch, also sie haben sich wirklich die Mühe gemacht, sagen hier, du bist ein neuer Mitarbeiter, das ist dein Handbuch. Da gibt es eine wunderschöne Illustration drin und auch das Bild dahinter finde ich super. Dein Tisch hat Rollen. Warum hat dein Tisch Rollen? Damit du dir deine Arbeit suchst.
Also die sind völlig, aber auch leider Valve, die waren ähnlich reaktionsfreudig wie die ING. Die habe ich auch mal gefragt, weil ich hatte dann auch direkt ein paar Fragen, was, wie macht er das, wie macht er das? Ne? Da hat sich keiner berufen gefühlt, mir zu antworten. Aber so wie ich es verstehe bei Valve, ist das dort tatsächlich so, du kommst in die Company, du wurdest gehired, ja, auf Basis eines gewissen Kompetenzprofils und dann tut dir da ein Projekt. Und ich glaube, das könntest du in der Helix, könntest du es ähnlich veranstalten. Warum? Du hast eine feste Führungslinie, hast vielleicht eine Vereinbarung mit einem Mitarbeiter. Hey, ja, du hast jetzt hier die nächsten 4 bis 6 Wochen, finde ich zurecht. Und wenn du auch mal 4 bis 6 Wochen irgendwo nicht mitarbeiten willst, ist alles fein. Ich mag solche Überlegungen, ja. Weg von, wir machen jetzt das Spotify-Modell hin zu, nee, wir versuchen das mal zu abstrahieren und benutzen unseren eigenen Kopf und finden auf diesem Weg heraus, was wirklich gut für uns ist und wie wir unser Unternehmen am besten orchestrieren können. Hieran fragt, wie passt das Flight-Level-Denkmodell mit der Spotify-Organisation zusammen? Wie, beziehungsweise wie weit ergänzen sie sich? Also wenn ich über Agilität in Organisationen rede, kommen Sie bei mir nicht drum herum, das einmal über das Flight-Level-Modell zu reden, bevor wir überhaupt über irgendwelche anderen Frameworks sprechen. Warum? Weil dort nochmal, und es gibt in meiner Welt ein einziges agiles Framework, Safe, das ich allerdings auch nicht sehr mag, das ist mir zu bürokratisch, zu schwer, ja, und da freuen sich vor allem große Beratungsunternehmen drüber, weil wenn du sagst, wir führen Safe ein, haben die direkt 500 Mann-Tage verkauft. Das ist das einzige Framework, was Flight Level 3 strukturell und systematisch innerhalb des Frameworks mit abdeckt. Alle anderen Frameworks handeln eigentlich nur Flight Level 2 und Flight Level 3. Und dann mal zu verstehen, wie genau gelingt Agilität in einer Organisation? Oder wo genau liegen denn Probleme? Und die Aussage ist ja, Agilität nachhaltig gelingt nur, wenn ich alle drei Flight Level gut manage. Klare Priorisierung auf Flight Level 1. Flight Level 2, Abhängigkeiten, Synchronisation, dafür sorgen, einen Rahmen schaffen, dass unterschiedliche Teams gegenseitig miteinander in Austausch sind. Flight Level 3, wie baue ich darunter auch meine Struktur einzelnen Teams. Wenn du mich fragst, ist das Spotify-Modell einfach nur Flight Level 1, unterste Ebene. Es ist nur eine Aussage darüber, wie schaffe ich eigentlich, wie schaffe ich eine Struktur. Flight Level 2 steckt da gar nicht drin und Flight Level 3 auch nicht. Ja, also muss es per se unvollständig sein. Ich hoffe, es hilft ein bisschen. Heike, okay, das ist eine Antwort. Ich muss leider raus. Claudia, sehr schön, dass du hier warst. Ulrike fragt, wäre es vorstellbar, dass ein People Lead mit mehreren Value Creation Leads zusammenarbeitet? Ja, glaube ich durchaus. Also muss musste sein. Müsste man mal aufmalen und drüber nachdenken. Aber es könnte ja tatsächlich sein. Nochmal auf der Value Creation Seite bist du, glaube ich, da kannst du allein schon drüber sprechen. Ich glaube, da kannst du sowohl denken in, wir haben feste Teamstrukturen, bis das andere Extrem, wir denken, diese Value Creation sei nur in einer Projektorganisation. Ja, und von daher, wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, ja, wenn ich vielleicht entscheide, eine gute Führungsspanne, die ich noch hinkriege, sind 8 bis 10 Leute, vielleicht 7 bis 10, mehr nicht, dann heißt es das ja, dass im Extremfall meine 7 bis 10 Leute in 7 bis 10 unterschiedlichen Value Creation Einheiten sitzen. Das heißt, ich habe schon auch mehrere, im Extremfall mehrere Touchpoints. Also von daher ja, aber auch da nochmal, Helix ist kein Framework, ne? Also es ist eher eine Art, wie ich über Führung nochmal neu denken kann. Und die streng genommen ja auch, also jedes auch Scrum hat ja eine sehr klare, zweigeteilte Führungsverantwortung. Der Product Owner priorisiert Anforderungen, definiert, was soll denn gemacht werden, weiß, hat eine Idee, wohin wollen wir eigentlich mit dem Produkt. Der Scrum Master ist der Befähiger auf, wie arbeiten wir eigentlich zusammen. Kannst du jetzt nicht mit einem People Lead in der Helix vergleichen, sondern einfach eine Abstraktionsebene weiter drüber. Grundlegende Aussage, dass du in der agilen Welt immer oft denkst in wertschöpfenden Tätigkeiten und eher in der zweiten Linie, in der zweiten Ebene, wo es darum geht, wie genau können wir uns eigentlich organisieren? Wie arbeiten wir zusammen?
So, ich sehe keine weiteren Fragen. Mach dir jetzt mal alle zu, um sicher zu gehen, ich habe alle beantwortet. Irina fragt noch abschließend: Ich habe nicht ganz verstanden, welches Framework alle Levels berücksichtigt. Das wäre das SAFE-Modell. SAF, groß und dann ein kleines E. Aber ich glaube, das ist eher was für, sagen wir es freundlich, für Software, für bürokratisch orientierte Unternehmen, die an einer großen Softwarelösung arbeiten. Ich glaube, die sind ganz gut mit SAFE bedient. Ja, sehr schön. Dann vielen Dank. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.